Sehr leid, was geht zurück? Was geht zurück? Jawohl! Was geht zurück? Was geht zurück, jo! Sehr leid, was geht ab? Wir sind zurück aus der zweiwöchigen oder der unwöchigen Pause. Wir sind zwar alle leicht verschlafen, wir werden aber alles drin. Wir werden unser Bestes geben, um eng in der Stunde möglichst gut zu unterhalten. Viel Spaß! Enke Unterhaltungspodcast in Südtiroler Dialekt. Loser! You're a loser! Are you feeling sorry for yourself? Ich bin gerade schon man merkt, ganz leicht erschrocken, weil ich sage, Stunde. Also ja. Ja, eine Viertelstunde war zu lang. Für das, dass man ja alle recht gute Dings in einen Dreiviertelstunden Schnitt hinkriegen. Ja. Hey, stimmt. Das wir stimmt. Sind ziemlich konstant. Aber man hat gemerkt, dass wir da schon leicht müde sind, nachdem das Intro mit einem leichten Sprachfehler auch genommen ist. Ja. Nichtsdestotrotz. Nein, was wir ausgeschnitten haben. Nein, dem, was wir nicht ausgeschnitten haben, sind ja, was wir vorher richtig schön dabei haben werden. Jawohl. Nein, das ist lustig. Und du kannst ja noch vielleicht sogar noch einen Sprachfehler als Intro in den, weil ich glaube, das war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass der was das Intro eingesprochen hat, exakt hat, noch ein Intro geht's los. Hey, stimmt. Ja, stimmt, gut. Ja. Finde ich gut. Der Dings, der Michi schaut ein bisschen aus, für alle, was auf Spotify zuhauchen. Der Michi hat so eine Strubbelfrisur, so ein bisschen wie der Einstein und Brillen auch. Deswegen, er schaut ohne Witz so richtig professionell aus. Da kommt er direkt vier, der Typ kann was, der hat Kompetenzen. Ja. Der studiert deswegen, ja wirklich Physik. Wenn das, der studiert ja wirklich, was er nicht studiert, aber ist schon wurscht. Der kann wirklich Physik studieren. So schaut er aus, ist ein typischer Physikstudent eigentlich. Schon, gell? Oh, wenn so. Wobei man sagen muss, zumindest die Physikstudenten, die sind irgendwie die, was so nichts ziehen, so ich weiß nicht. Physikstudenten, die kennen es einfach automatisch so. Ich weiß nicht. Ich habe zumindest den Eindruck. Als Physikstudent. Ich glaube. Ja, Entschuldigung, red weiter. Nein, ich sage, ich kenne viele Physikstudenten, sind einfach alle von Grund aus begabt und müssen insofern weniger stucken. Oder kann man logisch sein. Noch, ich glaube jetzt. Aber ich weiß nicht, weil ich kenne gar niemanden, der was Physik studiert da. Ja, aber kennst du irgendjemanden, der was Physik studiert, wenn er nicht gut Mathe und Physik kann, so mal, hey. Michi studiert ja mittlerweile fast. Ich studiere fast Physik und Mathe, deswegen. Ja, okay, aber du brauchst halt noch, das ist vielleicht erst so. Ja, klar, brauche ich es, aber ja. Ekelhaft. Aber die Begeisterung haltet sich in Grenzen. Haltet sich in Grenzen bei Mathe, Physik, ja, sehr sogar. Ja, kann ich mir vorstellen, Aber gehört dazu. Aber. Eben. Der Adi macht den Führerschein, Adi, kurzes Feedback, wie schaut es aus? Die Quiz-Taugen sind da. Es sind tatsächlich, ist eine neue Regelung rausgekommen, für die, was es nicht wissen, und zwar ist jetzt nicht mehr 40 Quiz mit 4 Fehlern, sondern 30 Quiz mit 3 Fehlern, was ganz einfach zur Folge hat, das geht viel schneller. Also ja. Ich mache in einer Stunde, wenn ich mir einen reinlege, knapp 20 Quiz und es geht schon ab. Er geht schon ab. Und Fehlerquote, bei wie viel bist du geflogen ungefähr? Tatsächlich habe ich genau 15 Fehler von 70 Quiz und das waren die ersten 15 Quiz. Gut, das ist nicht schlecht. Weil nach 15 Quiz bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte das Buch auch lesen. Dann kann ich es vielleicht auch nicht leise sein. Dann das Buch gelesen und dann war es auf einmal leicht. Schon? Nein, mir ist wirklich umgekehrt. Ich habe am Anfang das komplette Buch gelesen und danach habe ich gesagt, so jetzt mache ich die Quiz. Und ich habe die Hälfte wieder vergessen gehabt, was im Buch gestanden ist. Deswegen habe ich einfach alle die Quiz gemacht. Und daneben, same, wenn ich ein paar Fragen nicht gewiss, dann einfach im Buch ein bisschen drin geschaut und hat mit den Quiz noch gelernt. Vor allem. Du kannst aber ja tatsächlich beim Quiz noch mit den Tutorials lernen, zumindest bei der To-Go, kannst du ja allem praktisch, wenn du das Quiz lässt, dann kannst du ja, gibt es unter allem einen grünen Button da und dann drückst du eben drauf und dann zeigt das direkt die richtigen Antworten an. Also du solange ich nicht 94 Mal hergenommen, glaube ich. Ich habe Pomo, tatsächlich, vor allem beim Umfang. Also aber ist halt das, wo ihr die richtigen Antworten siehst oder wo die Antworten erklärt werden? Nein, die richtige Antwort sicher. Ah, ja, okay. Ich kann es nur praktisch so mit auswendig lernen, weil wenn ich zweimal die gleiche Frage nachschlagst, dann weißt du es beim dritten Mal. Ja. Und das war bei mir so, dass ich gequizt habe, aufs Buch und ich keine Lust gehabt auszuschlagen. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe so viel negativer Quiz beim Anfang, ich habe kein positives, ich muss aber unheimlich noch ein bisschen nachzuschauen. Und dann ist es einfach leichter gegangen. Abgesehen davon kriegt man das Buch, das habe ich so zugeschenkt, wenn man sich umwählt. Deswegen, man muss es ja ausnutzen, man kann ja nicht Like-Quiz machen. Nein, eben, er war ja. Gehst du aber zu den Präsenzdingen hin, da gibt es also Präsenzstunden, nicht was sie da umbieten. Ist tatsächlich momentan durch Corona ein wenig komplizierter und ich bin nicht zu keiner hingegangen. Michi, zu wie viel bist du hingegangen? Ich kenne gar niemanden, was sie auch noch hingegangen ist.
Ich kenne einer, eine gute Kollegin von mir, was hingegangen ist, und der hat gesagt, nein, sie war fertig, weil da war noch einer dabei, und der Vorlehrer hat sie gebettelt, dass sie eine Tonne umrechnet in Kilo, und die hat sie zusammengebracht, und dann ist sie auch schon gegangen. Nein, ich kenne wirklich also, ich kenne nicht eine einzige Person, was da hingegangen ist. Wohl von meinen Kollegen sind alle mal ein, zwei Mal hingegangen. Ohne Witz. Und haben sie es wieder gelassen. Ja, so zu probieren, es ist ja ein Preis inbegriffen, es ist, ja. Du hast ja gezahlt für das. Du musst nicht rauszahlen. Ja, aber nee. Ja, ich bin auch nicht hingegangen, aber ich habe mir gedacht, vielleicht da auch. Nein. Keine Ahnung. Ich kann das nicht einmal, ich kann nicht einmal sagen, ob es eine gute Idee ist, hinzugehen oder nicht, weil ich habe einfach keine Ahnung, was ich da tust. Wir haben vorne die Übungen erklärt. Ich weiß nicht, das ist Theorie, was gibt es denn da so viel zu erklären, habe ich mir halt gedacht. Ich weiß vielleicht. Ja, aber ich glaube jetzt vielleicht, wenn du sagst, du super. Bist mir einfach nicht so gut in selber lernen, du lass das lieber erklären, gibt es ja Leute. Vielleicht ist dann woran ich geschickt hinzugehen. Bei mir war aber, dass ich die Theoriestunde mit dem Schwimmkurs war, sie haben überschneidet und dann war es nie in Frage gekommen. Macht Sinn. Problematik macht absolut Sinn. Gelöst, Adi. Problematik souverän gelöst. Hey, weißt du, wie viele Quiz machst du? Du machst praktisch von Patent die ganzen Quiz, dann tust du für die Schule stucken, dann machst du den Schwimmlehrer und dann stuckst du für, sagen wir's. Uni. Hä? Aufnahmetest. Machst du sehr. Für den Aufnahmetest von? Ja, mir ist der Dings nicht hingefallen. Physiotherapie. Ja, genau. Danke. Ach Gott. Ja, ich in Kastel denkt, heint lang mal langsam. Im Schwimmlehrer musst du denken, habe ich ja bereits, also das heißt, lass mal zu arbeiten. Und es ja, hält sich ja in Grenzen. Also, Herr Robert hat die Bauchstunden die Woche, oft einmal ist es alle 1 bis 2 Stunden. Und ich war für die Uni, tue ich mir jetzt nicht so weh. Also, haben lerne ich, die Woche, wenn es viel ist, 5 Stunden für die Aufnahmeprüfung. Und haben ist wirklich viel, wenn ich 5 Stunden wirklich dabei bin. Und das Patent, man macht ja auf Nacht, weißt, wenn du sagst, du legst um einen ins Bett und schaltest normalerweise Serien, mache ich immer eine halbe Stunde den Tag und ihr 60 Quid jetzt in eineinhalb Wochen zusammengebracht. Die 70 Quid, besser gesagt. Ja, nur. Eben, deswegen. Na, jetzt schon. Easy. Dann passt's. Der Michi ist auch mit Feuer und Flamme dabei bei seinem Studium, wie ich gehört habe. Ja, ja, absolut. Es sind alle gerade im richtigen Dienst da. Aber ich glaube, es ist überhaupt also praktisch im Februar, aber egal ob du. Na, außer in der Schule ist es im Februar aber eigentlich chillig, oder? Ja. Dann machst du gut das erste Semester fertig, dann musst du gar nichts. Also haben keine Tests und so, glaube ich, oder weniger. Fast die feinste Zeit, dann ist in der realen Füll. Also die Werk. Woche, jetzt war es glaube ich anders, was ich eigentlich wissen soll. Für fächerübergreifendes Lernen. Ja, sowas. Nein, gesellschaftliche Bindung und irgendwas. Politische Bildung, oder? Ja, politische und gesellschaftliche Bildung, kann es sein. Er war letzte Raschung ja wahrscheinlich. Genau. Na wirklich? Ja, ja. Und wir sind es auch nicht gewiss, und die haben momentan. Gibt es nicht mehr wirklich. Man sagt gerade echt nicht viel. Nein, jeder sagt viel. Aber eben, jetzt sind die halben Tage, also sagst du, ja, halt muss ja außerhalb hat keine Hausaufgaben nicht zu lernen und es geht momentan gut, ja. Es haltet sich nichts. Ich möchte auch mal kurz ummelden, es hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber das ist passiert in den letzten 2 Wochen. Und ich als fanatischer Inter-Fan muss das auch mal gegen Juventus Inter, gewonnen. Das Inter gegen Juve gewonnen und jetzt eine Supercoppa Italiana mehr haben. Ja, es freut mich extrem. Es hat mich mit Freude erfüllt. Das Beste war bei 1-0 praktisch Inter 1-0 hinten. Und der Nachbar Kim Bummer leitet Sturm, geht zu die Tierau, er schreit, wie Jonas über Tor geschossen hat, geht wieder um, letzte Spielminute, also es war Nachspielzeit, es hat Inter hat ist 1-1 geschossen, noch in der regulären Spielzeit, 120. Minute, letzte Minute vom Spiel, nach der Nachspielzeit, schießt der Sanchez ist entscheidende Tor und dann bin ich umgerannt und dann Sturm geleitet. Also, es war ein sehr feierlicher Abend. Ich habe es lange mitgekriegt, weil ich selber Abend der Theo bei mir war und der ist ja ein Juve-Fan und der hat das am Rande recht fanatisch mitverfolgt und er hat sich schon ausgemalt, wie er die unleitet, weil Juve nachher gewonnen hat. Er ist noch kurz vor, ich glaube 5 Minuten vor Spielen, das ist ja heim, weil er gesagt hat, das geht ins Elferschießen und sehr will er schauen. Und ich habe mich natürlich noch nicht mehr informiert, weil es mir wirklich gleich war. Aber ein Doktor ist er recht geknickt gekommen und hat eben erklärt, dass er erstens verloren hat und zweitens, dass er eine Minute drauf einen Anruf von Garage gekriegt hat. Ja, natürlich. Hey, wie soll es denn anders sein? Da muss man sich echt herren lassen. Mensch, okay, was feierlich.
Aber ich muss mir vorstellen, praktisch die letzten 9 Jahre hat er nie ihren Gebans gewonnen. Außer letztes Jahr hat er ins Skelett, aber es ist nie. Deswegen haben wir einen E-Alben, der Anrufe kriegt. Deswegen, das muss jetzt einfach sein. Das muss jetzt für auch die Gerechtigkeit. Das ist jetzt die Karma-Schelle. Reicht die auch Karma-Schelle schon. Die Karma-Schelle von der Vorderes. Die muss wieder zurückkommen. Und, aber es ist ja momentan nicht ganz viel los. Also zumindest ich bin praktisch fast den ganzen Tag im Haus, außer ich muss auf die Uni. Und ich bin eigentlich den ganzen Tag gleich daheim. Ausgehen ist aber gar nichts, abgesehen von Corona ist halt zu stucken und deswegen ist das Studentenleben aber nicht mehr so spannend wie davor. Weil ich sage, dass ich jeden Tag einfach gleich ausgehe und volles Leben genießen kann, heile ich jetzt aber nicht mehr. Aber er kommt wieder, ich bin noch das zweite Semester und. Ja, was immer gedenkst dann, was ist feiner, Michi, studieren oder Schule gehen? Ja, spinn mal. Allem Schule gehen, das hat man ja nicht getan. Was? Nein, ich finde es nicht. Viel, viel feiner. Viel, viel feiner, was? Wie kannst du das sagen? Nein, ich will studieren. Ich habe schon so oft geredet, wie fein das Schule eigentlich war. Oh mein Gott, wir schreiben halt die ganze Zeit live. Was? Das ist so nicht, dass ich... Ah, du musst ja von Anfang an das Video cleaner machen, nicht irgendwie tun. Ja, lange jetzt auch nicht tun. Ja, ist dann musst du da auch Zeitraum aus, also ja. Hin und her. Ja. Die Profis. Deswegen muss ich mir ein bisschen umhucken, dass ich bei mir auf der Seite wegschneiden kann. Nein, also in der Schule hat man einfach nicht getan und da hat man einfach null Freizeit. Also, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich muss gleich mal als Beispiel nehmen. Weil Schule war, habe ich Zeit gehabt, Sport zu machen. Ich jetzt habe ich keine Zeit mehr, Sport zu machen. Schon lange mal sehe ich, fuck genug. Ich hätte rein hypothetisch schon die Zeit. Also. Ja, ich weiß nicht, entweder mache ich irgendwas falsch, aber auch also zum Beispiel die Kollegen, was ich da habe, die haben auf alles lassen gemisst. Der eine hat jetzt einfach mit der Freundin, die hat sich ja zum Beispiel auch fast nie mehr. Jetzt habe ich mir so gedacht, dass auch schon, er hat mit einem Schluss gemacht, weil er so... Also, ja. Er hat Schluss gemacht, er hat einfach alles gelassen. Er hat jetzt ganz eiskalt gewesen. Aber so, adios vor allem. Was davor vorher keine viel Fitnessstudio gegangen sind, sagen jetzt so, ja, sie haben keine Zeit mehr für sie. Und das ist jetzt nicht etwas, was brutal viel Zeit braucht, weißt du? Ah, pass auf. Darf ich mal ganz kurz... Ich muss auch mal ganz kurz was anderes umbringen, das hat jetzt wieder nichts mit NCD, aber das ist mir gerade eingefallen. Was hast du denn für einen potenten Fernseher im Hintergrund? Der ist riesig, gell? Alter, der ist riesig. Ich habe nicht einmal einen Fernseher. Ja, der ist gigantisch. Also der ist wirklich, das ist cool. Das ist eine Leinwand. Geht das noch als Fernseher durch oder ist das eine Leinwand? Das ist ein Heimkino. Also. Aber wenn ich keine Zeit habe, Sport zu machen, aber auf Nacht hast du Zeit, Fernsehen zu schauen? Nein, den, actually, in den Zimmer noch nie eingeschalten. Was? Nein. Fass jetzt nicht. Du hast so einen potenten Fernseher und du hast noch nie eingeschalten. In unserem Zimmer haben wir ja im selben Haus zwei geschaut, in dem Zimmer habe ich noch nie eingeschalten. Hast du zwei Zimmer? Nein, ich habe gleich gewechselt. Ah ja, stimmt. Ja genau. Schule vergessen. Ari, was denkst du, was für eine Schule oder Stucken? Ich rede mir so hin, dass tatsächlich, also man ist ja Schüler und dann freut man sich natürlich auch aufs Ducken. Und ich rede mir momentan tatsächlich so hin, dass ich sage, bei Schülern müssen wir plus minus alles lernen und bei Stucken hast du wirklich die Möglichkeit, genau das auszusuchen, was du später tun willst im Idealfall. Und kannst deinen Themenbereich so ziemlich klein innen und musst dich nicht mehr mit anderen Zeug die Runde schlagen. Wobei natürlich ab einem Studium Zeug drunter sein kann, was du noch nicht zwingend brauchst. Vor allem, wenn du ein bisschen was Allgemeines machst. Ja, aber das stimmt absolut. Und he kann ich auch bestätigen. Ich kann es genau so unterschreiben. Ja, also das stimmt eigentlich wirklich. Perfekt. Du, also im ersten Jahr haben wir schon teilweise Fächer, wo ich sagst, die sind wirklich, also die brauchst du ja noch überhaupt nicht. Zum Beispiel Englisch in Italien. Zum Beispiel Englisch so selber. Jetzt ist nicht unbedingt ein Fakt, wo ich sage, das brauche ich dann noch. Mit einem Pharmaziestudium unbedingt. Oder Physik. So, wir haben eine Physikprüfung und danach einfach 5 Jahre nichts mehr. Da kann man theoretisch nur 5 Namen machen. Das ist einfach so. Aber heißt ja klar, ich meine, ich mache Pharmazie, ich mache nicht Physik. Ja. Du sollst ja alles Physikprüfungen haben. Aber heißt das erste Jahr, also danach ist es eigentlich schon spezifischer. Auf jeden Fall, ich muss sagen, ich bin viel lieber Student als Schüler. Also gar kein Vergleich. Für mich sind es Welten besser. Du kannst alles selber intuieren. Wenn du keine Lust hast, zu den Unterricht zu gehen oder zu den Vorlesungen zu gehen, brauchst du nicht gehen. Wenn du sagst, du bist in den Vorlesungen und du willst gehen, dann kannst du gehen. Wenn du sagst, du bist in den Vorlesungen und du willst nicht mehr zuhören und deren Gebäude anders gehen, dann kannst du Salatin. Wenn du die Prüfung nicht machen willst, dann brauchst du sie auch nicht machen, kannst du dich auf ein anderes Datum umschreiben. Du bist voll selbstständig, du kannst das praktisch intuieren, wie du es willst.
Du kannst sogar theoretisch rein, hypothetisch kannst du sagen, ich fahre jetzt einen Monat aufs Meer. Als Student. Und machst die Prüfungen dann noch und die Vorlesungen holst du noch. Hey, glaube ich, geht bei mir nicht. Wie? Also ich hätte halt eine Mindestanzahl, was in Anwesenheit sein muss. Also, nein. Sei kannst du komplett scheiße, wenn du willst. Hell ist komplett gleich. Ich glaube, die Prüfungen. Und mit den Prüfungen. Aber du musst ja fix einmal die Woche eine Prüfung. Na, hey, sowieso. Also, das, also jede zweite Woche. Okay. Hey, muss es sein, aber ich muss auch, ich muss wow. Okay, also ich muss insgesamt jede Woche einmal anwesend sein. Und soll ich allem jeden ersten Montag bei der Gruppenübung und jeden zweiten Montag beim Test. Vom gleichen Fach. Das sind die einzigen zwei Sachen, wo ich anwesend sein muss. Er muss ja anwesend sein. Sonst wird man als nicht anwesend angetroffen. Null. Nein, das ist bei mir aber nicht. Und? Aber ich sag, bei den Tests auch nicht. Das, du kannst sie machen, wenn du willst. Das sind das große Tests, wir haben heute geklaren Tests. Nein, eben, aber die großen Tests, also, nein, da ist alles im gleichen Tag, jeder im aber gleichen Tag, jeder aber du bist schon Universität da, oder? Ganz normale, öffentliche Universität. Ja. Nein, ist in Deutschland wahrscheinlich anders. Oder ist Studium was anders? Ist. Vielleicht habe ich da irgendwas falsch verstanden. So wie ich das jetzt verstanden habe, bist du da, oder du hast einen Termin nachzuholen, oder du kannst jetzt nicht sagen, so, nein, ich mache das jetzt einmal. Ja, aber okay, aber du hast ja zum Beispiel auch Aufgaben, was du fix machen musst. Hätte ich auch nicht. Also ich muss wirklich leih die Prüfung machen und hey, ich habe noch alles. Und wenn ich es eben nicht durchkomme, dann muss ich es halt noch einmal machen. Aber es ist nicht so, dass ich alle meine Aufgaben machen muss. Oder bei ja, ich habe mich auch nicht in alle Fächer. Weil wie geht bei dir rein in alle Fächer? Noch zu holen, die Prüfung. Ah, wirklich jetzt? Es gibt ein paar Prüfungen, da musst du durchkommen oder bist geschlagen. Was ich voll keine dumm finde. Aber wie geflogen bitte. Sozusagen, du komplett von der Universität geflogen? Also, nein, hier gibt es auch eine Prüfung. Einfach, musst du einfach wiederholen in einem kommenden Semester, beziehungsweise das ganze Semester wiederholen, kommt das Fachprüfung. Bis du es dann durchgekommen bist, kannst du keine anderen machen, oder wie? Ich habe es nicht verstanden. Also, ist es so. Es gibt eine Prüfung. Hast du es verstanden, Adi? Nicht ganz, du es verstanden, Adi? Ich bin recht froh, dass du es gibt eine Prüfung, wenn du Sam fliegst, bist du von der Uni geflogen, okay? Und bist okay, auch ja, von jeder technischen Uni in Deutschland geflogen. Heißt die Orientierungsprüfung. Also sind durchgekommen oder von der Uni weg? 91 Versuch. Boah. Und dann bist du durchgekommen? Nein, hallo, nicht nur nicht gehabt, hast du am Ende vom ersten Semester. Okay. Ah, okay. Ja. Du hast praktisch, da wird aussortiert für die Leute, was passend sind fürs Studium und für die Leute, was nicht passend sind fürs Studium. Das sind drei Fächer in einer Prüfung zusammengetan. Und also normale Prüfungen hat man einen Tag, wo man sie macht, und wenn man Sam nicht durchkommt, einen Tag zu wiederholen. Okay. Also das kann man einmal wiederholen. Und dann gibt es Prüfungen, wenn du Sam nicht durchkommst, sind meistens aber so kleinere Teilprüfungen, dann musst du entweder das Semester wiederholen oder das Fach im dritten Semester zum Beispiel wiederholen. Das heißt, dass du nach seinem dritten Semester, nehmen wir einfach mal Konstruktionslehre her. Ich fliege jetzt im ersten Semester in Konstruktionslehre, in einem Tal, weil Konstruktionslehre ist halt auf mehrere Bereiche angeteilt. Und wenn ich dann bei einem Tal fliege, dann muss ich dann im dritten Semester bei Konstruktionslehre zugleich mit der Konstruktionslehre vom dritten Semester nachholen. Ist das alles kompliziert? Ja, Mahlzeit. Das ist ein gewaltiger Blödsinn. Ihr gut. Hm. Ja. Und ich gut geht, um in Italien zu studieren. Leitlein, ich überlege ziemlich gut, was studieren geht. Ich so gesagt. Aber eine Sache, was mir schon oft aufgefallen ist, was auch komplett nicht stimmt, ist, weil wir treffen jetzt alle auf Discord zu lernen, okay? Okay. Oder wenn wir Aufgaben machen, alle auf Discord. Und ich, was aus Italien kommt, bin der Einzige von allen, was pünktlich ist. Was? Und die anderen sind alle aus Deutschland. Und dann gibt es noch eine relativ weite Streuung. Ein paar kommen 5 Minuten zu spät, die meisten eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann gibt es ein Phänomen, da gibt es so 2,5, 3 Stunden zu spät. Schien aus jeder Gruppe am Boys hat. Das ist also wirklich grandios. Aber ja, Helen, lass mal ganz kurz einbringen. Ich weiß, dass das ein komplettes Vorurteil ist. Ich glaube, bei uns ist es null Vorurteil, bei uns ist es wirklich das Klischee pur. Ich habe heute Physik-Vorlesung gehabt, die hat statt um 9 Uhr, um 9.28 Uhr gehabt. Und seit ich da bin, und ich bin jetzt schon seit letzten September da, ja. Ende September,
hat es noch nie eine Vorlesung gegeben, was pünktlich umgekehrt hat. Was nicht mindestens ein paar Minuten verspätet hat. Er hat es noch nie, nicht einmal hat es gegeben. Ja, okay. Außer Seminare, was so einmal alle halben Jahr sind. Die sind pünktlich. Aber heißt halt ganz selten. Und die Rest die Vorlesungen, so tight, Dankeschön. Haben die meisten, entweder sie kommen so wirklich minimal Viertelstunde zu spät, oder teilweise auch so eine halbe Stunde. Aber er ist ja wirklich Standard. Ich starte nie früher wie. Zum Beispiel, wenn ich um 9 eine Vorlesung habe und ich weiß, um vor 5 noch, hab der sowieso nicht tun, dann starte ich ja nicht früher wie um 5 vor. Auch wenn ich mit dem Auto 10 Minuten brauche. Weil sonst bin ich sowieso zu früh. Und das ist wirklich so. Das klingt jetzt voller Klischee oder so, aber es ist wirklich genau so, wie ich es ihm gesagt. Du kannst 5 Minuten zu jeder Vorlesung zu spät kommen und du wirst sicher sein, dass sie noch nicht umgebaut. Wenn es gut geht, ist der Professor schon umgekommen, wenn es gut geht. Und dann muss er noch die Sachen herrichten und alles hinstellen und online und deswegen, das ist da. Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige, was da draußen pünktlich ist, der Vorlesungsbeginn. Okay. Aber es ist wirklich alles der Zug, die Leute, alles umgekehrt. Ja, der Zug, die Deutsche Bahn. Aber ich habe mal gedacht, das hat der Adi das letzte Mal gesagt, die Deutsche Bahn wird leider so unpünktlich umgesehen, weil der Rest so pünktlich ist. Die Vorlesungen und so. Weil da, wo sowieso alles unpünktlich ist, da sagt keiner, ah, der Bus ist noch nicht gekommen. Ja, der ja, ist 5 Minuten zu spät. Weil das ist sowieso so Standard, dass alles zu spät ist. Das stimmt, dann gleicht sich das wieder aus. Ja, dann kommt man selber zu spät, dann fällt das auch viel weniger auf. Bei den, mit Kim Paul und Bau hast du eigentlich gar keine Karten ausstellen, dass der Bus, wann der Bus kommt, weil in der Antwort entweder kommt er irgendwann. Irgendwann wird er schon kommen. Irgendein Bus hat noch nie genommen, seit ich da bin, obwohl er für ihn gratis war. Dann war schon mal so safe am Environment. Ich bin nicht ein einziges Mal mit dem Bus gefahren. Der Grund ist eigentlich ganz einfach, das ist so ein kleines Dorf, wenn ich irgendwo nachher muss, dann gehe ich zu Fuß oder ich fahre halt mit dem Auto, wenn's, das sind halt alle kurze Strecken. Weil die Bushaltestelle, die sehe ich nicht einmal von meiner Tier, müssen die ein Stück zu Fuß gehen und eine ganze Runde mit dem Bus machen, deswegen bin ich ein Stück schneller zu Fuß. Und sonst fahre ich halt einfach mit dem Auto die 5 Minuten. Dann kommen wir 4. Der Bus, der selber da jetzt so viel benutzt, sagen wir mal. Ja, okay. Für die, mal da schon. Für die Umwelt. Stuttgart ist jetzt sogar das erste Mal seit Ewigkeiten noch nichts gelesen. Von der Feinstaubbelastung in der Stadt wieder unter den Richtwert, also wieder gut. Und da gibt es halt so verschiedene Meinungen dazu, weil Stuttgart hat ja den krassen, also Dieselverbot zum Beispiel und die Umweltplaketten und so. Und dann sagen halt ein paar, sagen so, was soll so richtig positiv sagen, sagen so, ja, das ist, weil alle jetzt Bus fahren. Und die andere Hälfte sagt, ja, das ist einfach, weil wir seit 2 Jahren jetzt Corona haben und deswegen jetzt alles ein bisschen eingeschränkt ist. Und ja. Ist ja gut. Aber pass auf. Was ist dann leck? Keiner weiß es. Auf Corona kannst du vielleicht zurückführen, dass du weniger Tourismusverkehr hast. Aber kannst du jetzt sagen, dass die Leute, was siehst, U-Bahn gefahren waren und vielleicht Angst vor Corona haben, dass sie eher dazu neigen, in der Stadt das Auto nehmen und sie nicht verkehren? Jetzt in Stuttgart, okay. Das brauchst du einfach so lange. Das ist kompliziert. Das gleiche Impfgegner wie der Hausarzt. Die Überlegung, die geht nicht durch. Vor allem in Stuttgart. Ich muss sagen, bei uns ist so, also mein Zimmer ist so krass dadurch, dass mein Zimmer ist jetzt nicht wirklich souverän isoliert. Ich weiß jetzt, dir sagt das ja da, oder? Nein. Ja. Der, was auf dem Balkon führt. Oh mein Gott, das ist ein Kasten. Den kann ich auch hin, schau. Das zeige ich dir. So. Du isch ein Stückchen Holz, das ist so, ohne zu übertragen, das ist so 2 cm dick. Oh, also, das ist wie soll das irgendwelche. Ihr auf dem Balkon aus. Du isch es nicht mehr. Nein, das ist schon. Schau, wie dick der ist. Mein Fenster ist besser isoliert. Ja, ich weiß, hast du ja. Und jetzt kommt die Sache, wenn es kalt ist, dann ist mein Zimmer richtig kalt. Also richtig, richtig kalt. Frei dir auf dem Sofa. Aber wenn es warm ist. Na, ich mein Zimmer a Sauna. Wenn die Sonne scheint im Vormittag, haben wir noch bis 5 am Nachmittag richtig fein geworden. Deswegen, bei mir gibt es leider 2 Extreme. Aber warst du, dass ich Sam auch jetzt schon richtig Angst habe? Weil ich bin jetzt hier im Dachgeschoss und habe da ein halbes Zimmer, besteht einfach aus Fenster. Das ist einfach eine große Glasplatte, okay? Ja, bei mir auch, ist alles Fenster davor. Und bis dahinter, praktisch von da bis da, ist alles Fenster. Deswegen ist auch ein bisschen Fensterfassade. Aber der Unterschied ist halt.
Du hast halt kein Holzstück, was so 2 cm dick ist, weißt du? Das stimmt. Das ist halt ein Unterschied. Aber das ist halt groß. Du kannst halt recht viel isolieren. Das heißt ja, auch nein, wie Sau. Ja, aber wahrscheinlich weniger wie Mainz, schätze ich mal. Keine Ahnung. Ja, nein. Ich komme jetzt nicht so richtig gut halt mit dem ganzen Zeug aus, aber so grundsätzlich hätte ich gesagt, dass Mainz tendenziell schlechter isoliert. Ich bin halt genau Sonnenseite. Und heißt auf einer Seite richtig nice, weil die haben richtig viel Licht im Zimmer haben. Weil zum Beispiel eine, was ein Stück unter mir ist genau auf der Schattenseite. Und die Cell hat einfach jetzt erzählt, im Winter ab 12 Uhr muss sie einfach das Licht ins Zimmer einschalten. Und ich war so. Ich eigentlich erst mal die Sonne weg ist. Ja, ja, also ich bin auch auf der Sonnenseite, aber ich bin nicht komplett Richtung Süden. Ich bin praktisch. Die Sonne geht genau vor meinem Ding sau. Und dann geht sie ist praktisch da die ganze, bis sie ganz auf der anderen Seite ist, bis nach die Mauer kommt, logischerweise. Und ich habe mir heute extra auf die Uhr geschaut, also praktisch ab Sonnenaufgang. Bis ungefähr um 3:30 knallt die Sonne richtig rein. Und danach habe ich auch noch Licht, aber es ist jetzt nicht so, dass die Sonne gerade rein knallt. Das ist halt noch, dass sie schon hinter der Mauer ist und Licht ist halt echt noch da. Aber ich muss sagen, ist eigentlich eine ganz gute Quote. So. Von, keine Ahnung, wo geht denn die Sonne auch? Im Osten? Sind wir. Ach so, wann? Wann? Keine Ahnung, wo die auch geht. Boah, keine Ahnung, wie soll ich das über die Reise. Wie spät? Ja, ich glaube, im Winter kannst du sagen, 6:30. Also bei uns da kannst du mit dir unterhalten. Bei dir müssen wir mal beim Berg drüber, oder? Yeah. Wohl, von mir, also es ist praktisch so, das ist ja praktisch von meiner Tier, wenn du außen schaust, es ist nichts. Also du bist wirklich, du siehst nahezu keine Heizung. Hast du jetzt mal ein Foto geschickt? Wohl. Wohl. Das schöne jetzt muss ich morgen ein neues Foto machen und dann müssen wir es auf Instagram. Die nächste Empfehlung der Woche. Ich tue einfach Kamerina als Empfehlung der Woche in die Hillitze. Logisch. Und ich tue meinen Ausblick als Empfehlung der Woche. Genau. Okay. Aber ich brauche Fotos. Ja, Also hier geladen und ganz im Hintergrund sind so Berge unter ganz vielen Anführungszeichen, ein bisschen härtere hier geladen. Ja. Und dann ist so Schnee oben. Also praktisch in alles kriegen und hinten in der Ferne so. Größere hier gelandet mit ein bisschen Schnee. Okay, was schaust du da aber in welche Richtung? Was? Weil, jetzt habe ich gar nichts verstanden. In welcher Himmelsrichtung schaust du? Ja, in Osten, wenn die Sonne vor seinem Zimmer aufgeht. Ja, nicht ganz im Osten. Gut, ja. Südosten. So, aber das heißt ja theoretisch, du schaust zum Meer. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja, nein, das Meer ist weit weg. Ja, ich bin aber eine Stunde. Aber das heißt, du bist. Aber eine Stunde. Ja, ich schaue aber Richtung Meer, ja. Ungefähr. Und du siehst vor dir Berge. Das heißt, du siehst jetzt vor dir, was weit weg sind Berge und dann irgendwann dahinter kommt dann das Meer. Ja, ich brauche schon mit einer oder so eine Stunde und Viertel zum Meer, gell? Ja. Ist jetzt nicht so, dass es mehr von meiner Haustür ist. Nein, hätte ich ja nicht gesagt, aber ich meine, wenn die Berge weit weg sind, dann brauchst du ja schon ein bisschen die Berge. Ja, weit weg. Weit weg ist subjektiv. Es ist halt wie. Keine Ahnung, wenn ich von Brunneck, jetzt fällt mir kein Beispiel hin, wenn ich praktisch... wenn ich von Kronplatz ins Arendon hineinschaust, dann kommst du ungefähr auf die Entfernung. Ja, wenn ich von Kronplatz umschaust, Richtung Welschberg, Gummi und Semsig, schöne Berge, so ungefähr. Okay, das ist ich ganz... Ich kann mir sowas von nicht runter vorstellen. Ja, chemisch auch wurscht. Morgen ist ein Foto, wirklich gleich. Okay, perfekt. Aber nein, es war also von meiner Orientierung. Ja, es ist schon ungefähr, dass ich... Soll ich was verraten? Oder soll ich irgendwas verraten? Ich kann nicht ganz sagen, ich weiß nicht sicher, außer eine Sache im Leben. Und sei es, dass morgen Schichtwetter ist, weil ich einfach in Stuttgart bin. Ohne Witz. Und dann ist allem Schichtwetter. Ist allem 365 Tage im Jahr ist einfach Schichtwetter, außer der eine Tag, wo es am Adam da war, haben wir aus Versehen Schienwetter. Ja, weiß ich immer. Also, seit ich da bin, du musst dir vorstellen, ich bin gestern mit dem Zug gekommen, okay? Ich bin daheim gestartet bei strahlend blauem Himmel, okay? Bin da in Zug, irgendwann war ich nachher, bin ich in München in den nächsten Zug gestiegen und dann sind wir halt so ein ICE mit halt so Abteile gehabt, okay? Wie war's in München? Schienwetter, strahlend blauer Himmel. Okay. Tu nachher bei meinem Abteil die Vorhänge zu, weil ich Film geschaut habe, weil ich war mir da eigentlich schlafen gewählt und irgendwann. Habe ich das Handy weggelegt und dann halt Musik gehört und dann denke ich mir irgendwann so,
wo bin ich denn gerade eigentlich? Und du so die Vorhänge auf und schaust aus und siehst so, ah scheiße, richtig schief Wetter, weißt, richtig dunkle Regenwolke. Die war so, ab, bin gleich in Stuttgart. Du das Handy her, schau auf die Uhrzeit, perfekt, in 10 Minuten bin ich in Stuttgart. Das war wirklich, das war getimed auf die Sekunde, gell? Da fühlt man sich gleich zu Hause, gell? Ja, absolut. Bei mir ist praktisch so, seit dem Camping September habe ich im ganzen September gefühlt keine Wolke gesehen. Geregnet hat es auch, seit ich da bin, so gefühlt wirklich fast nie. Nur im September leih Schienwetter, Oktober leih Schienwetter. Noch November zu uns kommt, dass leichte Wolken sind. Dezember, die Sonne den ganzen Dezember nicht gesehen. Wirklich. Sonne oh, war Mann. Inexistent gefühlt. Es war allem Nebel, es waren allem Wolken. Und jetzt, seit ich wieder angefangen bin, Jänner, seit einer Woche oder so, leih Maschinenwetter. Aber leih. Ich wache auch, ich sehe den ganzen Tag keine Wolke, es ist traumhaft. Die Sonne brettet so viel hin, jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir sind Jänner und ich kann mit kurzen Ärmel draußen auf dem Balkon chillen, weil die Sonne so viel nie daheim aber gekannt. Schon? Ich weiß, ja. Was ich bei Lee daheim war, hat man es definitiv nicht gekannt. Nein, weil ich jetzt weil daheim war, halt. Ich habe länger daheim bleiben gemisst. Heißt übrigens ja. So ein Fehl der Woche, aber nicht. Also, ich habe gemisst länger daheim bleiben, weil ich in Kontakt mit einer positiven Person war, okay? Und dann bin ich in Isolierung gegangen. Und weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt Stuttgart also vor in die Uni, wo wir in der Pause keine Maske aufhaben und die kann theoretisch Corona haben, dann war es halt sehr dumm. Und deswegen bin ich angeblieben, ja. Bin im Zimmer geblieben und jeden Tag getestet. Und bin dann auf dem Balkon außen gesessen, kurze Hose, kurzes Leibele, in Jena, in Südtirol, das war krank Scheiß. Ja, wie schnitzt das Wetter im Brunnen? Kannst du mit kurzen Armen draußen gehen untertags? Also, dass du sagst, es ist wirklich fein, dass du auf der Terrasse bist, wahrscheinlich jetzt, oder? Nein, war das erste Mal, dass ich von der Schule herumgefahren bin zum Mittag und jetzt in kalt geworden, seit den Weihnachtsferien. Also, es war wirklich. Und einmal wieder Jacke offen und richtig fein gewesen. Auch in der Frise, allem richtig garstig. Also, mit aber ich glaube aber, in kurzen Leibeln draußen hucken kannst du leider, wenn du wirklich in einem windgeschützten Ort huckst. Windgeschützt und die Sonne ja, aber ist mir schon fetzen. Ja eben, zeigst du auf meinem Balkon, dann brennt es einfach an. Bei mir ist die Sonne gerade daher und auf Seiten ist eine Mauer, dass der Wind auch nicht rein kann. Also muss man schon sagen, jetzt wenn ihr in Kaufen gehst, kannst du nicht mit kurzen Armen gehen, aber nein, auf dem Balkon schon, auf dem Balkon ist es sein. Aber es ist ganz positiv irgendwie, ich weiß nicht, ich stucke irgendwie viel lieber, wenn es Sonne ist. Ich weiß, andere Leute sagen, ja. Sie campen so eine schlechter Stucken, weil sie außen genug stehen. Ich bin am liebsten außen, genau. Aber heißt bei mir nicht so, mit dem vier, wenn die Sonne ist, dann bin ich mindestens, da kommt bei einem vier, am mindestens ist hier Wetter so. Es ist irgendwie allem so Nebel und ja, Wolken und du sitzt noch daheim, ist halt so bedrückend irgendwie, kommt auf vier. Außer es Schnee ist allem schön. Ja, aber bei mir Regen hat zum Beispiel jetzt gerade, ich weiß nicht, ob man es noch danach auf dem Audio hört, war voller viele Regen gerade. Ich höre es ein bisschen. Typisch echt? Stuttgart. Sicher, stimmt. Wenn ja, man sich wenn ich ganz stimmig höre. Ja. Das sind die Stuttgart-Vibes. Wunderbar. Ja, das schlägt praktisch allem hin mit so einem Regengeräusch. Ja, leicht wenn's, nicht ja. Regen auf dem ja. Dach. Wenn es regnet halt. Weil, ja, genau unter also, ja, mein Herz, also wirklich, also auf der Wand jetzt nicht so viel, aber mein Fenster hört man es fest. Und ich finde es voll keine beruhigend. Ich hoffe, es gibt so viele Leute, die sagen, es beruhigt sind. Weil Sam, glaube ich, ein Problem. Oh, hey, ich war im Zimmer. Wirklich? Nein, also, ich in das Zimmer umgeschaut, okay, da war die Vermieterin so, ja. Das Einzige, mit dem, was ich ein bisschen aufpassen muss, ist das Fenster. Aber wenn ich das hinmache, dann ist ein Loch in der Wand, weil der Fenster gibt es nicht mehr. Okay? Boah. Und ich war so, ei. Okay. Und es ist auch wirklich eine interessante Strategie, mit einem Fenster umziehen, okay? Es müsst ihr euch jetzt vorstellen, ich sage euch das jetzt nicht, weil es ist jetzt ein bisschen umständlich. Da ist so ein langer Hebel, der ist 1 Meter lang, okay? Okay. Dann tut man den auch klappen. Okay, jetzt hoffe ich, regnet es mir nicht hinein. Ich habe so live gezeigt, ich weiß. Und dann, ja, du weißt. Ich weiß schon auch, wie das funktioniert. Und dann tust du auch ziehen und dann klappt sich das auch und in der Mitte ist so ein Hebel. Oh, wenn jemand von unseren Zuschauern das noch nie gesehen hat, der hat null verstanden. Null. Hast du ein Hebel, ziehst du dich auch, dann ziehst du schon wieder auf und da. Ich stehe kurz auf. Ja, danke. Ich glaube schon, dass ich dich kenne. Ich glaube, die habe ich auch gehabt. Ich bin ja noch einmal unter Dach. Ja, aber glaub mal, du hast nicht so ein Fenster gehabt. Ich habe das halt davor noch nie gesehen gehabt, okay? Ich glaube, ich habe genau das gehabt, aber ich auch. Okay, sag das. Sag das. Das ist gigantisch, okay? Also das ist riesig. Und dann tust du auf. Und jetzt geht einfach das ganze Fenster rum.
So? Ja, genau okay. So, genau gleich. Ja. Und jetzt ist aber da. Ah, nein. Nein, das war nicht gleich. Okay. Und vor allem das Teil da ist sehr filigran, ja. Okay? Mit dem da, was schon ein bisschen kaputt ist, da, was wir nicht hingemacht haben, okay? Ganz wichtig. Okay. Und ja, also, nein, ich weiß jetzt. So, ah, und das ist übrigens mein Ausblick. So mit dem Schönen und mit Nordturm. Oha. Der Mond ist RIP Spotify. Oha. Und ja, also alle Spotify-Zuschauer, tut mir leid. Ich sehe es auf Instagram, haben sie auch die Fotos. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist theoretisch wahrscheinlich so, dass es die Fenster noch gäbe. Aber bis da jemand kommt, der austauscht, wenn ich dahin mache, wenn ich dahin mache, lebe ich auch mal für eine Weile mit einem Loch in der Wand wahrscheinlich. Ja. Nein, eben, hat mir nicht so ganz, ganz brutal viel Hoffnung gemacht, weil bei gesagt, mir, jetzt habe ich mein Ding geklemmt. So. Bei mir gibt es da ein Fenster, haben wir uns eigentlich einen Hebel gegeben, das auszutieren. Mhm. Aber irgendjemand hat es hingemacht, haben sie es mit 4 Schrauben da umgeschraubt. Schau, ich bin so gesehen. Okay, hey, ist krass. Wir geht denn das? Wie geht denn das? Schau. Seht ihr es? Nein. Ja. Jetzt so wirklich? Seht man? Ah, wohl, jetzt. Jetzt sieht man nicht. Ja. Oh, du bist einfach eine Schraufe drin, dann gehst du rum. Und da ist auch eine Schraufe drin, ich weiß nicht, ob man sieht. Oh, Mann. Da sind einfach Schraufen drin. Ja, ja, souverän gelöst. Ja, na absolut. Ja, man hätte es besser Architekton, ein architektonisches Meisterwerk. Ja. Meisterleistung. Meisterleistung. So. Jetzt haben wir uns alle eins zurückgelegt, eigentlich unsere Probleme damit die Fenster zu zeigen. Ja, na, aber es ist. Das Travel. Ja. Ich habe hier mal eine fette Frage an Michi, okay? Und zwar habe ich heute auf Snapchat, kann man überhaupt so als kleine Empfehlung am Rande einfügen, Reporter gesehen. Also Reporter, das ist auch so ein Format von Funk. Ja, genau, gibt es auf YouTube und gibt es auch auf Snapchat. Mhm. Auf Snapchat ist die Kurzfassung in die Story ist richtig gut gemacht. Und kann man so vergleichen mit White Kollektiv und Steuerung F. Und jetzt haben der von dem Micha-Fan ist. Genau, also von White Kollektiv. Und jetzt hat er praktisch eine MMA-Kämpferin begleitet. Und sie hat dazu erzählt, ja, da sind verschiedene Gewichtsklassen und sie fällt in die sogenannte Strohklasse. Und das heißt bei den Frauen 52 Kilo. Und jetzt wächst sie aber normalerweise 56 Kilo. Also man geht aber nachher nicht in die ältere Gewichtsklasse, in die härtere Gewichtsklasse, weil sie sich unwohl fühlt. Sondern nein, sie trinkt. Tatsächlich, die ganze Woche davor, jeden Tag 6 Liter. Ach. 2 Tage davor trinkt sie keinen Tropfen mehr. Der Körper, zumindest hat sie es erklärt, denkt aber recht, er kriegt 6 Liter zugeführt, schwitzt dementsprechend viel mehr. Und dann nimmt er innerhalb 24 Stunden bis sie ganze 9 Kilo an. Und, der ist voll ungesund. Genau, logisch, der ist ungesund. Der dann ist muss sie sich praktisch im Tag vor dem Wettkampf wägen. Ich hätte immer gedacht, dass du jetzt auch. Sie muss sich im Tag vor dem Wettkampf wägen, haben wir das Gewicht genommen und danach, dass sie keine Nachtwahl hat, müssen sie die 6 Kilo in einen halben Tag wieder draufhetzen. Und ganz das Krasse ist, die macht praktisch noch die Nacht davor ein Salzbad. Also der hat die Badewanne mit heißem Wasser und Salz drin. Mhm. Und das entzieht nachher noch mehr Flüssigkeit. Das ist schon so krass, obwohl sie da rausgeht. Kriegt ihr so viel an Kreislaufkollaps, dass sie sich umlegen müssen wie im dickigsten Winter und im Hotel im Warmzimmer unter die Decke hin muss. Das ist so krank. Mhm. Und, nein, aber ich glaube, halt sie, damit sie Gewicht verlieren, damit sie mehr schwitzen, Adi, oder? Ich glaube, dass sie deswegen einen Kreislaufkollaps sind. Ich glaube, die sind unter die Decke, damit sie mehr Gewicht verlieren. Sie bricht auch komplett Bär zusammen. Bäris, also es gibt natürlich Nemo-Dings, dass sie eben extra nicht mehr schwitzt, weil sie schwitzt, aber eben, sie kriegt sie statt, sie behauptet nach der Wanne, das geht nicht mehr. Müsst ihr dir vorstellen, die hat ja keine Flüssigkeit mehr drin. Ja, ja. Ja, logisch. Und, okay, warte, wir warten auf die Frage für mich. Auf die Frage ist, bei Karate geht das ja auch mit Gewichtsklassen. Ja. Ist das im Profibereich vergleichbar? Jungs, Epek, jetzt kommt die beste Story meines Lebens. Okay, also, wenn ich am Wettkampf, okay, und waren halt allen gewiss, ich bin Gewichtsklasse, ich weiß nicht mehr, was es gewesen ist, ich glaube minus 75, okay, stehe in der Früh auf, habe mich nie gewogen gehabt, stehe in der Früh auf und gehe ins Zimmer und denke mir so, mal rein, Kim, jetzt wege ich mich echt einmal, stehe mir auf die Waage drauf, 81, oder 80, ich weiß nicht mehr. 5 oder 6 Kilo zu viel, ich war so, Putana, was tue ich jetzt? Oh Mann.
Ich, so zum Papa, so, ist ja mein Trainer gewesen, war so, du, ich hab ein kleines Problem. Da war er so, du warst schon, wenn du heute auf Nacht beim Wegen nicht runter bist, hast du ein Problem, gell? Da war ich so, ja. Weil heim ist nicht das so, dass du einfach in die höhere Gewichtskategorie auch gerunden wärst. Das, wo du ungemeldet bist, heim musst du drin sein oder du bist weg. Oh, eben, bei ihrer Gott. Ziehe ich auch gesagt, wenn sie das jetzt schafft, dann ja. Kommt er auch gesagt, gleich wie groß. Jetzt bin ich aber gespannt, was da Michi tun hat. Weil ja, der Wettkampf war in Roseto degli Abruzzi. Okay, also nicht so ganz weit weg von dir gerade. Wir sind mit dem Zug heute gefahren, okay? Ganz früh in der Früh gestartet. Weiß nicht mehr genau. Ich den ganzen Tag nicht gegessen, nicht getrunken, okay? Die Ohren essen so richtig schön Keksler, mein Zug gefahren, ich huck's oder nicht und so. Wasser habe ich ganz ein bisschen getrunken, weil ich dann ist den geilen Kugel in oben. aber wirklich minimal, weil Wasser macht dir viel mehr aus als wie Essen, weil musst du da denken, ein Liter Wasser, da trinkst du viel schneller als wie ein Kilo zu essen. Also ja. War halt so meine Überlegung. Nachher war das zweite Problem, ich habe den ganzen Tag nicht gewusst, wie viel ich weg, weil ich keine Wagen mitgenommen war. Weil ich hätte nicht gewusst, wo. Nachher ist zum Mittag richtig fett Pizza essen gegangen, die anderen, ich nicht gegessen. Auf Nacht war man also, ja, Michael, wir haben ein Problem. Du musst jetzt einfach auf minus 75 kommen, sonst kannst du nicht mit ihm. Und da war halt auch so, in Samstag, sagen wir mal, war Wegen und in Sonntag war noch der Wettkampf. Okay. Dann hat der Papa so einen Anzug gehabt. Schweizanzug, mit dem man laufen geht, oder? So mäßig. Gott. Ich lege mir das um, okay. Also so Hose und so eine Jacke ist das gewesen. Einfach wirklich atmungsaktiv, war einfach durchgestrichen, okay. Also das ist einfach ein Müllsack gewesen. Ich, Schuhe umgelegt, außen gegangen zu laufen. Es war, keine Ahnung, ich glaube, es war schon so Anfang von Sommer. Es war auf dem Meer und es war warm, okay, sehr warm. Und ich gehe da draußen laufen, ich war so kurz vor dem Kreislaufkollaps, Kinder noch in die Zirk des Gewand da, es rinnt auf lange noch Wasser daher. Oh. Dann gehe ich auf die Woge und mir haben auf einmal gezittert, weißt du? So, bin ich drunter oder bin ich nicht drunter? Weil es war ein nationaler Wettkampf, der war jetzt nicht unwichtig oder so. Ja, aber innerhalb von einem Tag war das jetzt alles, oder? Es war alles innerhalb von einem Tag, ja. Ja, ich hab voll Und dann gehe ich auf die... Ach, was? Ja, aber... warte, sag mal, ob du es also, geschafft hast. Und dann gehe ich auf die Waage drauf und da steht einfach 74,5 oder so. Und ich war so, danke. Und bin ausgegangen und habe mir die fetteste Pizza meines Lebens gegönnt. Und dann haben wir so viel krass getrunken, das könnt ihr euch eigentlich vorstellen. Ja, aber bist du noch nicht wieder gleich drüber geworden? Ja, du musst aber am Wegen runter sein. Bei den MMA auch, sonst sprechen die ja im Kampf komplett zusammen. Ja. Aber das ist, genau, jetzt habe ich nicht gedacht, Jim. Aber was ich mir da jetzt gerade gedacht habe, also ich bin ja, ich kannte ja sowieso nie das Sportler und mich vorbereiten und sich am Wettkampf vorne. Das ist ja schon alles nicht meine Welt, das hat ja alles schon nie. Aber wenn ich auf die Waage stand und ich misse 75 Kilo und dann stand da 81, dann haben sie gesagt, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, zu dem Wettkampf darf ich nicht hinfahren. Das ist praktisch genau das für mich gemacht, für das, damit ich nicht zu dem Wettkampf fahre. Das war einfach ein Zeichen für meine Dummheit. Weißt du, ich hätte einfach gekannt, zwei Wochen davor unheben mit sie wegen. Weil irgendwie war es in meinem Kopf so, ach, minus 75 kriegen wir easy hin. War ja, halt aber, nicht wirklich so. Aber, ach Gott, aber das ist ja, man muss ja sagen, es hat mich nicht professionelle Kämpfe, oder war das ein professioneller Kampf oder wie? Nein, es war halt ein nationaler Wettkampf. Ja, aber kannst du nicht einmal sagen, ja, mein Gott, da hat ein Kilo mehr. Das sah nicht aus. Du gehst zum Mäher. Du hast auch noch ein Auto mit für ein Kilo, da haben wir von 6 Kilo lang geredet. Ja, 6 Kilo. Aber da ist. Wenn du verlierst, ist ja auch wurscht. Ich glaube, es sind 500 Gramm Toleranz, okay? Hey, glaube ich, sein. Aber 500 Gramm ist einfach nicht. Ja, aber selbst wenn 6 Kilo sind. Du hast ja teuflisch ein bisschen Toleranz. Garage, du musst dir denken, wenn du bei den nationalen Wettkämpfen gewinnst, und wenn du die Italienmeisterschaft gewinnst, dann kannst du die Europameisterschaft kommen. Wenn du SM gewinnst, kannst du zu der Weltmeisterschaft kommen. Glaube ich. Bis zur Europameisterschaft bin ich mir sicher. Es ist ja nicht professionell. Also, ob ich da Geld kriege oder so, das ist ja nicht. Nein, aber wenn du zu der Europameisterschaft gehst, dann wird dir halt einfach alles gezahlt. Und dann wird dir deine Woche Urlaub gezahlt, das Hotel, der Flug und alles. Urlaub, das alles sag's ja mal gut, nichts. Hast du es noch gewonnen? Nein, weil hast du mindestens ein Match, hast du den Kampf noch gewonnen? Hell, weiß nicht mehr. Das ist jetzt schon keine Ahnung, also 3 Jahre oder so her. Du hast schon 1000%ig verloren. 1000%ig. Ich verliere nicht. Mein einziger Kampf, den was ich in letzter Zeit verloren habe, ist, weil ich mir wehgetan habe.
Ah, den letzten Kampf, was du verloren hast, ist mal nicht hingeschrieben, hast du für dein Studium Science Sam mit Physik und Mathe. Gut. Vielen Dank, Freunde, fürs Einschalten. Nein. Ja, aber mir ist das Gleiche. Das war jetzt und stark. Das Gleiche. Also, der war so gut, der war richtig stark, Rucker. Ja, der war wirklich. Der war echt stark. Ich würde die Ghetto-Faust, wenn du in Reichweite wärst. Ich tue sie auf die Kamera. Bam. Von mir kriegst du ja. Na, aber jetzt sag mal ein prozentualen Anteil, wie viel du ungefähr gewonnen hast von den Kämpfen. Jeden zweiten oder jeden dritten oder jeden. Ja, in letzter Zeit, oder? In den letzten zwei Jahren, also in den letzten Jahren habe ich jeden gewonnen, bis ich nachher verkackt habe. Jeden einzelnen. Und vor dann hörst zwei du mal, Jahren. Ne? Vor zwei Jahren nicht, vor zwei Jahren habe ich verkackt auch. Bist du eigentlich einmal zu so richtig wichtigen Dings für unsere Europameisterschaft oder Italienmeisterschaft irgendwas? Ja, Italienmeisterschaft hat der Rot erzählt, nationaler Wettkampf. Italienmeisterschaft schon. Also, nein, stimmt, also es gibt nationale Wettkämpfe und es gibt Italienmeisterschaft, ist logischerweise. Ey, Mario, das gibt's so gescheit. Ah, ja, aber stimmt. Aber es heißt halt nochmal, weißt du, er hat halt den Titel Italienmeisterschaft, wenn du sagen gewinnst, wärst du halt Italienmeister. Heuer, wenn ich sage, ja, geil, du, schau, was seinem Heuer passiert ist, das ist seinem Heuer passiert. Yeah. Ja, aber ich im letzten Jahr, vielleicht auch schon vor zwei Jahren gewonnen, was weiß ich. Sam hat es Coppa Italia geheißen. Was, Sam hat es? Ja. Ja, du bist Coppa Italia geheißen, aber ja. Bist du es jetzt noch jetzt? Machst du es jetzt spannend? Ja, heute bin ich schon einmal. Ja, eben, das auch gesehen. Bist du also Europameister? Darf ich die Europameister nennen? Wenn ich, schau. Jetzt muss ich Coppa Italia. Es gibt die Classifica Nationale, okay, ich glaube, gibt es ja so ziemlich in jedem Sport. Ich weiß, ein Schwimmen gibt es ja halt da. Und den Triathlon gibt es ja halt da. Und dann bist du wie viel du gewinnst? Erster. In deiner Altersklasse, oder? In meinem Alter heißt 18 bis 35. Okay. Was? Was? Oder ist sogar 40? Ich weiß, dass ich immer mal 40 getan habe. Du warst wirklich. Kannst du bitte mal ausreden lassen? Ja, sorry. Und halt von meinem Gewicht. Und das ist die maximale Gewichtskategorie gewesen, also plus 80. Drüber gibt es nicht mehr. Was der Vorteil ist, hell ist nicht die beste Kategorie, was es gibt in meinem Alter, okay? Weil, also, ja, das kann man nicht so sagen. Es gibt die fetten Die Kategorien, na eben, weil ich bin ja schwerer. Ich bin langsamer als jemand, der was 75 Kilo weg. Ich bin langsamer wie einer, was 60 Kilo weg, okay? Viel langsamer. Ja. Bei die Sam sind krasser, die Sam sind viel schneller. Aber die Sam sind halt einfach 1,10 Meter groß, weißt du? Sie sind halt einfach so typisch Italiener. Ja. Und in meiner Gewichtskategorie sind auch dementsprechend weniger Leute, weil es in Italien ja weniger Leute gibt, was erstens so groß sind. Ah, okay. Und zweitens nicht so krass viele dicke Leute gibt, was Karate machen, okay? Ist mir halt aufgefallen. deswegen. Nächter? War ich erster, aber haben wir dann ja wehgetun und dann alles verkackt. Aber Europameister warst du nie. Nein. Aber wenn ich weiterhin und gewonnen hätte, hätte ich die Chance gehabt, es am hinzufahren. Oder war es unser Olympiasieger oder so? Olympia hat es auch einmal gegeben und wird es auch einmal geben, wahrscheinlich. Deswegen. Ah, ist das jetzt nicht so fix hingeführt? Nein. Das war also da die Nation, wo es ist, der voll neue Wettkämpfe vorgeschlagen. Und dann wird entschieden, ob das weitergeführt wird oder nicht. Ich glaube, gerade zu was hat Paris neu eingeführt? Paris hat da eigentlich ein paar Sachen neu dazu getan. Ja. Nein, aber keine Ahnung. Also. Kann man doch jeden Blödsinn in reichen, wenn ich so geht, Lust. Ja, du ist ja. War nicht einmal so richtiger Blödsinn dabei? Darts? Ja. Kann man nicht Darts olympisch machen, so aus nichts? Darts. Ja, theoretisch, wieso halt? Theoretisch wahrscheinlich schon. Aber es war mal etwas, wo ich mir so wirklich gedacht habe, so wow. Da hast du mal zu Kelly, ich hab die Finger voll rauf. Oh Mann. Du hast jetzt was umgegangen. Wie war das bei dir? Hat bei dir gerade die Siri geschalten? Ja, bei mir ist gerade die Siri eingegangen. Wer kopiert denn da die ganze Zeit Zeug, Jungs? Das kann ich doch sagen. Ich bin im Hintergrund einfach rumhatten. Das stört mich so viel, weil die ganze Zeit das. Was hat der getan? Er kopiert die ganze Zeit Sachen die Runde. Ich muss weiterhin produktiv bleiben. Können wir zu den Empfehlungen der Woche sehr gerne. Bevor du mich in einem mentalen Nervenzusammenbruch zu bringen. Oh, meins ist Camarena, ich heb schon um Camarena. Meins ist Stuttgart. Mich ist in Stuttgart und der Adi. Zwei Lilan, einmal monoton und einmal Bitch Don't Kill My Vibe, aber ist Cover von Mayan, kein Plan, M-A-J-A-N, ist ein deutscher Sänger, extrem gut, passt.
Bei mir wird geleitet, ich muss ihn kladden. Macht's gut, Leute. Und ihr gerade noch was erzählen gewählt. Oh, ich war's besser. Servus.